Dieser sei heißt der 2. März, in Erinnerung an den Tag, an dem die Höhlen entdeckt wurden, im Jahre 1905. Benvinguts a les Coves dels Alps. Aquesta sala es diu 2 de març en commemoració a la data del descobriment l'any 1905. Wir könnten Häuser bauen, die autark und nachhaltig sind. Wir könnten dankbar mit der Erde umgehen als ein Menschenkind. Wir könnten aufhören, jemand zu werden aus Fernsehfilmen. Uns nicht verbiegen und einfach sein, wer wir selber sind. Wir könnten kooperieren, anstatt zu konkurrieren. Wieder zurück zum Wir, im Frieden leben mit Tieren. Massenviehhaltung verbraucht ein Drittel des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hanf anpflanzen, anstatt den Regenwald roden. Wir könnten Mehrwert erschaffen, anstatt mit Schneeballmethode. Immer noch mehr und mehr ins Portemonnaie reinzuholen, bis man dann merkt, der Wert von Geld ist Illusion. Wir könnten mehr als 5 Sinne nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten alles verändern, wenn wir nur aufhören zu glauben. Wir könnten gar nichts verändern, alles ist änderbar. Ja, nicht nur in einem Wahljahr. Nutzt deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören so zu tun, als hätte Geld einen Wert, und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Messenger, miteinander sprechen lernen. Lächeln verbindet, in uns drinnen schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles vom Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund noch länger darauf zu warten und einfach starten, statt zu fragen, warum's andere nicht taten. Wir könnten das T streichen, denn wir können, Punkt. Oder warum glaubst du, wählte unser Schöpfer uns? Wir könnten anfangen, unendlich in uns selbst vertrauen. Komm, wir beginnen jetzt an einer neuen Welt zu bauen. Oh! Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten uns erinnern, wie wir uns fühlten, als wir mal Kind waren. Offene Herzen, befreit von Angst, weil man niemals scheitern kann. Ich könnte alles verändern. Du glaubst an mich. Du könntest alles verändern. Ich glaub an dich. Wir könnten alles verändern. Ohne Zweifel. Wir sind Veränderung. Wir sind das Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Für den Frieden bist, musst du eine Schutzweste tragen, denn man zielt auf dich und schießt auf dich.
Du musst dich mehr erklären und rechtfertigen als Herrscher bei einem Kriegseintritt. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, was hier geschieht, wenn du die NATO nicht liebst und willst, dass Rammstein nur schließt. Kommen Angriffe wie du Antisemit, unfassbarer Freak, du Spinner, weh, du sagst nochmal Peace. Doch wenn du ein Land überfielst und dann überziehst mit Bombenhageln, mit Kratern wie von einem Asteroid aus einer Arbeitsplatz erschaffenden Waffenfabrik, wirst du bekatscht als Star-Gast im Massen-TV. Sie schüren Angst und Hass, sie müssen Feindbilder schmieden. Doch wir sehen die Menschheit als eine Familie statt Scheine verdienen. Durch Neid produzieren, lieber pleite im Frieden als reich durch die Kriege. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg. Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie. Wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt einen Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Man will nur spalten und teilen, verdrehen jeden Satz in einem Kreis, erschaffen einen Keil. Denn eine große Friedensbewegung, die darf ja nicht sein, sonst brechen Aktien ein wegen Gewaltlosigkeit. Denn Krieg hat eine große Interessensgemeinschaft, die die Geschäfte erweitern in ihrem weltweiten Fight Club. Und sagst du friedlich nur ein unbedachtes Wort, wirst du härter verurteilt als für hundertfachen Mord am öffentlichen Pranger. Mediale Kugeln, weil sie es immer mit den gleichen Schemata versuchen. Darum gibt's wenig Künstler, die dafür stehen, was zu tun, weil starke Messages nicht für CD-Verkäufe gut sind. Ist mir egal, ich gehe freiwillig vor, denn ich hab Rückgrat, vielleicht kommt es euch leichtsinnig vor, doch ich bleib Killers More, radikal für Frieden, gepanzert mit der Liebe und ich lass mich nicht verbiegen. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt den Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Wir formen Peace-Sende für ein Kriegsende. Von mir aus könnt ihr mich naiv nennen, doch wenn man mit Lügen den Krieg anzettelt, dann kann man auch durch die Wahrheit einen Krieg beenden. Und wenn sie sagen, das funktioniert doch nicht, mach ich's trotzdem, weil es keine Alternative gibt. Und von mir aus könnt sie sagen, ich spinn, doch stell dir vor, es ist Frieden und alle gehen hin, komm mit. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg, sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie die Profit aus dem Krieg zieht, schließt, wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Ihr wollt den Satz zum Zitieren? Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Uns die Liebe, die noch trägt, wenn alles fehlt. Ich wünsche uns, dass Menschlichkeit mehr als Besitztum zählt. Das Licht, das auch in Trauer die Dunkelheit erhellt. Und Frieden für die Welt. Und Frieden für die Welt. Das Leben, das lebendig macht und reich. Ich wünsch uns die Erkenntnis, vor Gott sind wir alle gleich. Ein Reichtum, der nicht aufzuwiegen ist mit Ruhm und Geld. Und Frieden für die Welt. Und Frieden für die Welt. Das Lachen, das geboren ist aus Glück. Ich wünsche uns, das Lachen strahle tausendfach zurück. Ein Lachen voller Liebe,
das uns zusammenhält und Frieden für die Welt. Und Frieden für die Welt. Frieden, Frieden, Frieden für die Welt. Frieden, Frieden, Frieden für die Welt. Wir befinden uns am Venezianischen Meer, an der tiefsten Stelle der Höhle. Wir sind auf Meereshöhe 30 Meter unter der Erde. Der See ist in einigen Bereichen bis zu 4 Metern tief. Er ist viel größer als er scheint und streckt sich im Hintergrund nach links aus. Das Wasser kommt von einem unterirdischen Fluss und hat ein 2%iges Salzgehalt wegen der Sickerung von Meerwasser. Nachfolgend wird Ihnen eine musikalische Show präsentiert. Ruhen Sie sich aus und genießen Sie sie. Papa,
gray-green from the copper oxide. Questa sala è intitolata al cimitero delle fate. Sul soffitto si possono osservare i tre colori naturali della grotta. Il bianco è dovuto al carbonato di calcio, il marrone all'ossido di ferro e il grigio-verdastro all'ossido di rame. Dieser Saal heißt der Friedhof der Feen. An der Decke können Sie die drei Farben der Höhle beobachten. Weiß vom Calciumcarbonat, braun vom Eisenoxid und graugrün vom Kupferoxid. Aquesta sala es diu el cementiri de les fades. En el sòtil poden observar els tres colors naturals de la cova. El blanc pertany al carbonat calci, el marró a l'òxid de ferro i el gris verdós a l'òxid de coure. Stellt euch mal einen Virus vor, der so gefährlich ist, dass ihr euch erstmal testen lassen müsst, um zu schauen, ob ihr ihn habt. Alter, ich frag mich, wer kauft euch noch diese Scheiße ab? Check this out. Gib ihm. Sie sagen, 90% der Volljährigen, die alle geimpft sind, das reicht nicht? Genau, weil der Impfstoff nicht 100% wirkt. Wenn der Impfstoff jetzt zu 100% wirken würde, würde 90% ausreichen. Herr Lauterbach, das klingt, das heißt, würde es nicht helfen. Das ist nicht für dich, aber... Komm, wir reden über Fakten, Herrn Olaf Scholz. Und ich meine nicht die Zahlen vom Robert Koch. Gehen Sie mal raus in das echte Leben. Ich gebe Ihnen Rat, mehr mit Menschen reden. Ich meine diese Menschen, die es auch betrifft. Aber ihr wollt ein Register, um zu sehen, wer ist geimpft. Vektorvakzin oder mRNA. Wir werden sehen, was passiert in den nächsten 5 Jahren. Stell dir vor, ich seh dich ohne deine Leibwächter, Södolf. Bitte nicht. Ich hab gesagt, stell dir vor. Glaub mir, diese Minderheit wird so eine Einheit. Ich nutze hier mein Recht auf künstlerische Freiheit. Von Angesicht zu Angesicht fick ich eure Maskenpflicht. Stürme euren Bundestag und nehme ein paar Kanten mit. Wie lang wollt ihr zuschauen? Die neue Virusvariante ist für die nur ein Vorwand für den Lockdown. Sie zwingen dich schon förmlich zum Impfen gehen. Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Wo ist mein Recht in diesem Drecksystem? Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Geboostert bist du auch, trotzdem Freiheit RD. Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Irgendwas läuft falsch in der BRD. Ihr müsst euch 2-mal impfen und ihr habt eure Freiheit. Nein, sorry, ich hab mich verlesen. Ihr müsst euch 3-mal impfen und ihr habt eure Freiheit. Oh Mann, ich hab mich schon wieder verlesen. Ihr müsst euch 4-mal impfen und ihr habt eure Freiheit. Meinst du, die kaufen uns das ab? Safe. Ein Blinder kann sehen, hier läuft etwas nicht richtig. Ich schütze euch vor der Sonne, wenn die sagen, es sei giftig. Dauert nicht mehr lange und sie gehen an unsere Kinder. Sag, wie war das mit der Impfpflicht, Herr Lindner? Ihr macht Geld mit Lügen und Betrug. Das Leben fühlt sich an wie ein offener Verzug. Wie war das damals mit der spanischen Grippe? Sie starben an der Impfung und nicht an der Grippe. Dieser Virus ist für euch mittlerweile Requisit. Mittelfinger hoch, Alter, fickt euch ins Knie. Sie zwingen dich schon förmlich zum Impfen gehen. Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Wo ist mein Recht in diesem Drecksystem? Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Geboostert bist du auch, trotzdem Freiheit RD. Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Sag mir, was läuft falsch in der BRD? Irgendwas läuft falsch in der BRD.